Jo, Robert, Erde, Game Engineers! Ein freundliches Grüß Gott meinerseits. Wir sind gerade mitten aus einer kleinen Aufnahmepause mit frischen Kräften zurückgekehrt. Ja, stimmt. FrozenJoghurt.at, ne? War gut, aber leider sehr zuckerhaltig. Ja, wir gehen jetzt in die Welt, wo ich am meisten Schiss habe. Wie ich schon letztes Mal erfolgreich verraten habe. Ja, diese Teufelswüste. Im Übrigen, du musst ins Mikro reden, ja? Ja, ich versuch's zumindest. Lade einfach ein bisschen die Lame hier. Ja, also ganz einfach. Momentan ist es nur der Riesenvogel. Der ist relativ leicht. Und komm her. Koke sah in dem Spiel noch komisch aus. Aber deutlich besser. Meinst du? Ja. Die neueren 3D Marios haben so ein bisschen verkackt. Na gut. Im Übrigen also diesen Bereichen, wo der Treibsand so einfließt, gibt es auch einen Tornado. Und hier kann man einfach so raufrennen. So, der blöde Geier ist da. Durchgeglitscht. Ja, normalerweise muss man hier ein wenig anders hoch. Geil rausgerettet. Ich versuch's mal mit. Moment, dafür muss der Pauki weg. Das war mit Skill gelöst, Kollege. Da war das auch. Nicht nur. Sieht nicht besonders gesund aus, was du der Mario antust. Nein! Na ja, gut. Man könnte das am Ende auch positiv sehen. Ich habe meine Dummheit beendet. Nein. Du hast dich zu Fall gebracht. Meine Dummheit hat mich zu Fall gebracht, das ist gut. Du, die Dummheit? Naja, nicht wirklich. Die Dummheit hat eher mich zu Fall gebracht. Zu Fall in den Treibsand? Naja, du fällst du nicht, du versinkst eher. Zuerst musst du reinfallen und dann versinkt man in den Treibsand. Naja. Das ist die Reihenfolge. Ach, als ob, ey. Stirb da oben. So. Und weg ist er. Diesmal probieren wir es mit dem Flugteil. Mal schauen, ob ich hier besser ziehen kann. So befindest du und der Vogel sich auf dem gleichen Augenhöhe. Es geht nicht um das, ich muss diese eine Säule erwischen. Und ich freue mich schon, wenn mein Standmikro da ist, weil dann... Okay! Alles easy, Bro, alles easy. Komm schon, flieg, du lahme Ente. Dazugehören. Naja, eigentlich müssten es eher, wenn schon, dann Gänse sein, weil Gänse haben weiße Flügel. Obwohl, Wildgänse weiß ich nicht. Ja, du kennst den Boss der Welt nicht im Übrigen. Ja, mir ist noch immer im Geheimen geblieben, was dieser Boss überhaupt sein soll. Ich könnte mich an nichts erinnern. Was auch ein bisschen was über mein Gedächtnis aussagt, aber. Du sollst ins Mikro reinreden. Sorry für all die, die mich nicht gehört haben. Oder vielleicht. Ja, er kennt den Boss einfach nicht, also er hat ihn so gesehen wahrscheinlich nie erreicht. Was war das jetzt gerade? Das wäre mir auch komisch, ich habe ja schon mein ganzes Let's Play dazu gesehen.
Ich müsste ihn kennen. Ja. Du hast schon mal ein ganzes Let's Play dazu gesehen? Ja. Ja. Wahrscheinlich halt im Schlaf schon, aber... Ja, das mache ich aber auch ganz gerne, dass ich kurz vorm Schlafen gehen nochmal eine Folge anschaue und dann... Momentan bin ich ja bei, also Let's Play Markus habe ich beendet, das, der gefällt mir nicht so. Deswegen, der ist mir ein bisschen zu überdreht, genauso wie eigentlich Looks Like Link. Wollte er noch eher. Also, so wie ich beide kenne, sind sie ja, haben sie ganz selbstbewusste Persönlichkeiten. Nein, mir ist Tom Ten in dem Fall lieber, weil er ein wenig ruhiger ist. Da der Boss ist da drinnen. Okay. In diesem Kasten. Und du siehst auch schon diese komischen Teile, die hier runterführen. Das wird später nochmal was ganz, ganz Wichtiges sein. Jetzt erst, also in der Pyramide bleiben die Münzen gespeichert, also ihr müsst dann nicht nochmal die Münzen holen. Nicht so wie in der Giftgrotte, das ist nur, weil man dann am Ende einen Schalter verlassen muss. Leider sind aber, glaube ich, die 8 roten Münzen nicht in der Pyramide zu finden, was bedeutet, wir müssen sie entweder außen holen oder die mit einem anderen Stern kombinieren. Das werden wir dann eh wahrscheinlich mit dem Boss machen, weil da werden wir vorher was relativ Langweiliges machen und dann was Spannendes. Würde ich mal so sagen. Übrigens, man kann hier auch ganz geil bescheißen. Und zwar, wenn man auf die Teile hier oben drauf kommt, kann man sich hier einen abholen und man könnte auch cheaten, machen wir jetzt aber nicht. Machen wir jetzt mal nicht. Wir holen stattdessen hier deiner ab. Also eigentlich müsste man sagen, dass Mario eine der geilsten Personen ist, die man kennt, weil er kriegt ja sogar Kraft zurück, wenn er Geld einsammelt. Gut, für diese besondere Fähigkeit kann er vielleicht gar nichts. So ist Mario geboren als Geldenergie aufsaugender Mensch. Ja, genau. Vor allem, man sagt, der Geld kann nicht glücklich machen. Zumindest kann es nicht zur vollsten Zufriedenheit kommen. Naja, ich könnte mir 2 Burger kaufen. Natürlich. Und dann bin ich vollkommen zufrieden, weil dann bin ich satt. Satt ist nicht vollkommen zufrieden. Das sind 2 Sachen, die nicht gleich sind. Es gibt auch Leute, die sind zufrieden, wenn sie ziemliche Arschlöcher sind. Dieser Satz einfach mal im Stillen zu verstehen bleiben. Naja. Ist nicht jeder damit zufrieden, einfach die größte Krätze in seinem... in seinem Namen zu sein, aber... Joa! Hast du nicht vielleicht auch mal Spaß, anderen Leuten zu helfen? Für andere als dich selbst da zu sein? Kommt drauf an, wen. Arsche zu leisten. Junge, ich bin F für Öfig. Das muss ich nicht alles aussagen. Naja. Ich meine, es kann vieles aussagen, aber man muss nicht alles. Besser gesagt, ich wähle ja eigentlich nicht. Also, ich sage nur voraus, welche Partei ich aus folgenden Vorschlägen wählen würde. Lange Zeit hätte ich als Partei die Neos gewählt. Allerdings sind mir die in letzter Zeit ein bisschen zu still. Meinst du, dass sie ihre ganzen Ziele aufgegeben haben? Nein. Sie machen kaum irgendwas. Sie engagieren sich nicht wirklich. Okay. Apropos. Ich habe aber noch niemals so richtig das Konzept von den Neos begriffen. Vielleicht wäre es gut, wenn du für die Zuschauer so ein bisschen erklären könntest. Etwas Politikwissen. Das ist hier eher nicht angebracht. Meinst du, das ist dann vielleicht etwas zu viel, ich sag mal, Werbung? Nein, nicht Werbung, aber das sind Themen, mit denen man sich lieber alleine befasst. Ja, das kann schnell zu auseinanderdriften. Schön drinnen gelandet.
Naja. Übrigens, die Zahlen, die du hier siehst, sind ebenfalls noch ein Stern. Müsstest du aber mitunter mit kennen. Ja, ja, das ist der Sack. Immerhin, ich muss nicht ganz von unten anfangen. Ist ja auch schon mal ein Vorteil. Diese Rolle, das Face von der. Wirklich. Das haben die Felsblocken auch. Voll ins Bocken aus. Ja, ich weiß schon. Nur ich bin die Länge gezogen. Ah, ich finde die Lache von Bowser in dem Spiel sogar so. Urgeil. War im ersten Part eh zu hören. Du musst erst mal in der realen Welt ein Reptil finden, das so lachen kann. Gibt es auch gar nicht. Das Ganze hier wurde zwar soundtechnisch aufgenommen, aber man hat sich eines Tricks. Mario, ein verfickter Ernstkral. Ich meine ja nur. Wow. Ich lasse mich jetzt von dem Teil darüber tragen, ist mir scheißegal, was da jemand sagt. Aber ich finde das Face so heftig von denen. Es wirkt schon sehr unheimlich. Es wäre der Geist der ärgsten Psychopathen in einem Felsblock. Naja, aber apropos dessen, du kennst doch das Bowser-Lachen ungefähr auswendig, oder? Hast du gewusst, dass das von den Buhus genau dasselbe ist? Ist genau dieselbe Stimmkodierung? Ja, jetzt wo du sagst, sie haben schon eine gewisse Ähnlichkeit. Ja, nur hochgeschraubt und schneller gemacht. Bist du nicht eigentlich ein Fan der Dragon Ball Z-Saga? Ja, das schon. Wieso sprichst du es jetzt gerade an? Weil ich den Karton dort hinten sehe. So, müsste das nicht eh schon... Nein, das ist jetzt diese Scheiß-Mission. Let's go! Aha, okay, das war Mission 3. Bringe Licht in die... Eine Fresse, das ist sowas ganz anderes. Oh Gott, bin ich blöd! Ich hab grad den komplett falschen Stern gemacht. Egal, haben wir das halt auch gesehen. Weiß nicht. Hast du einen Stern gemacht, der für mich vorgesehen war? Nein. Oder einfach nur in der falschen Reihenfolge? Einfach nur in der falschen Reihenfolge. Den letzten und, ja, den Stern Nummer 6 hätte ich eigentlich für dich geplant. Also, das ist der mit den Zahlen, den hast du jetzt eh schon gesehen. Ah, okay. Kann ich mich wenigstens daran orientieren, was du zu machen hast? Naja, ich habe halt einen Stern herausgesucht, der dir etwas leichter fallen könnte. Naja, die Welt ist ja wirklich ein Scheißdreck. Ich muss mal. Bis sie haben uns in dieser Welt am meisten amüsiert. Zumindest kommentatorisch. Ja, es geht aber auch um das, dass ich hier relativ die Sterne kenne. Also ich kenne sie relativ gut. Ich weiß, wie sie zu bekommen sind, wie es am einfachsten ist, wie man das am besten jetzt angeht. Ja, das ist der Stern, den du jetzt nicht kennen dürftest. Lande auf den vier Säulen. Doch, da muss man mit dem Flugcappy herumfliegen. Und darf ohne Unterbrechung nur eine Säule nach der anderen eben drauf landen, ohne sonst wo drauf zu kommen. Ich weiß, du verunsicherst mich jetzt ein wenig. Ich weiß nämlich nicht, ob das tatsächlich... Nee. Ich glaube jetzt mal nicht, dass das stimmt, weil das würde ich dann ja wissen. Ich glaube, man muss einfach nur auf jeder... Ich kann mich natürlich sehr leicht vertun. Ja, ja. Lässt du dich nicht für mich verunsichern.
Ja, genau das hat man gemeint. Da muss man, glaube ich, einmal runter, dann nochmal rauf. Im Übrigen, nach der Welt können wir den Hasen machen.